Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchte ich darüber sprechen, warum es beim Ausdauertraining, also beim Joggen, beim Laufen häufig dazu kommen kann, dass Leute Rückenschmerzen bekommen, also im unteren Rücken, im Bereich des Iliosakralgelenks, im Lendenwirbelbereich, was dafür eine Ursache sein kann und auch, wie du das vermeiden kannst und was du dagegen unternehmen kannst. Der Anlass zu diesem Video ist ganz einfach. Ich habe heute einen Kunden da gehabt, das ist ein Geschäftsmann, der hat jetzt ungefähr 8 Wochen nicht trainiert, weil er viel auf Reisen war, der war beruflich einfach viel unterwegs und ich habe ihn einfach gefragt, wie er in der Zeit sein Training gemacht hat und was er so für Dinge unternommen hat, während er so unterwegs war, weil er ist auch sehr viel Auto gefahren und saß viel in Meetings. Und dann hat er quasi gesagt, ja, also so Hotelanlagen zum Trainieren, das ist nicht so ganz seine Sache, einfach weil er nie so richtig sicher ist mit den Geräten, wie er es einstellen muss. Manchmal ist es ihm auch einfach zu aufwendig. Und was er dann sehr gerne macht, ist es einfach laufen zu gehen, weil die Laufschuhe kann er ganz unkompliziert mitnehmen und es ist auch einfach angenehm und schön, nach so einem Meetingtag oder nach einem langen Autofahrtag doch mal die Laufschuhe zu schnappen, in den Wald zu gehen oder einfach irgendwo im Park in der frischen Luft eine Runde zu drehen. Das kann ich total nachvollziehen. Ich laufe auch gerne. Das ist völlig okay. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass du ein Muskeltraining und mit Muskeltraining meine ich jetzt sowohl das Krafttraining als auch das Muskellängentraining. Das fasse ich jetzt einfach mal zusammen im Muskeltraining. Das kannst du nicht ersetzen durch Ausdauersport und das kannst du nicht ersetzen durch Laufen. Laufen macht den Kopf frei, ist gut für das Herz-Kreislauf-System, das verbrennt Energie, das ist super, das baut Stress ab, das ist richtig schön, man kriegt gute Ideen dabei, aber es ersetzt kein Muskeltraining. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Er sagte dann auch in so einem Nebensatz, ja, die Rückenschmerzen sind auch wieder mehr geworden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schmerzen im unteren Rücken werden sehr häufig verursacht durch Missverhältnisse in den Muskelspannungen, durch nicht passende Kräfteverhältnisse, durch zu starke Muskeln, die zu stark halten oder durch zu schwache Antagonisten. Dann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Ich benutze bis jetzt mal das Wort verkürzen. Das ist fachlich nicht ganz richtig, aber jeder kann sich was vorstellen, wenn ich sage, die Muskeln verkürzen. Und ich möchte jetzt mal erklären, was da passiert. Und zwar gibt es die Hüftbeugemuskeln, der Psoas und der Iliacus. Ich blende dir mal hier ein Bild ein. Und diese Hüftbeuger, das sind die stärksten Hüftbeugemuskeln, die wir haben. Die entspringen quasi oder die sind festgemacht an den unteren Wirbelkörpern der Wirbelsäule im Lendenwirbelbereich und ziehen dann im Becken durch, am Beckenkamm oben entlang, im Becken durch, vorne im Prinzip, ja, Richtung Oberschenkel, Richtung Sitzbeinhöcker. Du siehst es hier auf dem Bild. Ich hoffe, dass du es nachvollziehen kannst. Die Funktion dieser Muskeln ist, die Hüfte zu beugen. Also wenn du zum Beispiel dein Bein hochhebst, dann zieht sich diese Muskulatur zusammen. Und ja, immer wenn du zum Beispiel irgendwo auf den Rücken legst und du richtest den Oberkörper auf, also wenn du zum Beispiel eine Bauchmuskelübung machst, wo du auf dem Rücken liegst und du richtest den Oberkörper auf, dann ziehen sich diese Muskeln zusammen. Oder wenn du auf dem Rücken liegst, du stehst aus dem Bett auf oder vom Sofa beispielsweise, dann ziehen sich auch diese Muskeln zusammen und heben den Oberkörper mit an. Was hat es jetzt damit zu tun, dass man als Geschäftsmann auf Reisen ist oder im Meeting sitzt und was hat das mit Laufen zu tun? Das ist ganz einfach. Der Körper passt sich immer so an, wie du ihn benutzt. Die Muskeln passen sich so an, wie sie benutzt werden. Das ist ja das Grundprinzip, warum und wie Training überhaupt funktioniert, die Anpassungsfähigkeit. Und wenn du viel sitzt und du hast quasi immer eine Beugung zwischen Oberkörper und Oberschenkel, dann hast du natürlich die Situation, dass diese Muskeln, diese Hüftbeugemuskeln, die im Becken entlanglaufen, dass die im sitzenden Zustand immer verkürzt sind. Und im Verlauf der Zeit gewöhnen die sich natürlich an diese Verkürzung und das Ergebnis davon ist, dass sie dein Becken im Prinzip nach vorne ziehen. Sie ziehen dich im Prinzip tendenziell ins Hohlkreuz. Und jetzt passiert eine ganz einfache Geschichte. Wenn nun dein Becken im Hohlkreuz ist, weil du vorne auf den Muskeln, auf den Hüftbeugemuskeln zu viel Spannung hast, dann zieht das schon mal im unteren Rückenbereich oder möglicherweise eben vorne im Bereich der Oberschenkel, weil dort eben die Befestigungspunkte von diesen Muskeln sind. Und wenn du jetzt joggen gehst und läufst jetzt los, dann hast du 2 Situationen. Die erste Situation ist, dass du beim Laufen ja wieder den Hüftbeugemuskel einsetzt, weil du quasi immer dein Bein hebst und es wieder abstellst. Also hast du immer wieder Hüftbeugeaktivität und das zieht natürlich immer wieder an diesen Punkten. Und die zweite Situation ist die, dass du, wenn du eine leichte Hohlkreuzposition hast, du ja quasi durch das Laufen mit jedem Schritt quasi einen Stoß in diese
in diese Struktur gibst. Das heißt, deine Bandscheibe wird jetzt mal übertrieben dargestellt, mit jedem Stoß ein kleines bisschen zusammengestaubt in einer nicht optimalen physiologischen Position. Und diese Sachen führen dazu, viel Sitzen verkürzt die Hüftbeugemuskulatur, verkürzte Hüftbeugemuskulatur zieht am unteren Rücken und dann zu laufen sorgt dafür, dass du dort noch mehr Aktivität und noch mehr Druck darauf hast und deswegen spürt man das. Das muss nicht sein. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, wenn ich laufe, dann lockert sich das, das wird durchblutet, das fühlt sich alles viel besser an, es geht mir besser danach. Ja, das kann sein und es freut mich, wenn es so ist. In den meisten Fällen ist es aber nicht so, weil du eine verkürzte Muskulatur nur wieder in die Länge bringen kannst, wenn du der Verkürzung entgegenwirkst. Und das möchte ich dir jetzt zeigen, wie du das machen kannst. Was für Übungen kannst du machen, wenn du kürze Hüftmuskeln hast? Und was kannst du auch machen, wenn du auf Reise bist, wenn du jetzt nicht hier im Studio trainieren kannst, sondern wenn du auf Reise bist, wenn du unterwegs bist und du möchtest gerne laufen? Wie kannst du dieses Laufen dann quasi so entschärfen, dass du den Hüftbeuger entlastest und stressfrei und für die Hüfte gefahrfrei laufen kannst? Los geht's! Ich zeige dir jetzt hier bei uns im Flexraum, wo wir unser Muskellängentraining machen, erstmal zwei Übungen, mit denen du diese Hüftbeugemuskulatur wunderbar aufarbeiten kannst. Das eine ist der Kniestand und das andere ist quasi ja, eine Übung, um die Hüfte zu mobilisieren und sich quasi nach hinten wegzubewegen. Die führe ich jetzt einmal vor und danach zeige ich dir zwei Übungen oder zeige ich dir das Gegenstück dazu, wie du diese beiden Muskelgruppen im Prinzip mobilisieren oder bewegen kannst, wenn du nicht hier im Flexraum bist, wie du diese Übungen machen kannst, wenn du auf Reisen bist, im Hotel bist oder auch einfach bei dir zu Hause vor oder nach dem Laufen. Vielleicht ist das eine oder andere dir bekannt und vertraut. Vielleicht ist es auch ja, das eine oder andere ein bisschen knifflig. Frag uns gerne, sag gerne Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Schreib alle deine Fragen unten in die Kommentare rein. Dann können wir das auf diesem Weg gerne beantworten. Also erstmal die Übungen, die du hier bei uns im Flex machen kannst und dann die Übungen, die du zu Hause oder im Freien machen kannst. Und bitte beachte, das ist ein absolutes Minimalprogramm. Ich zeige dir jetzt kein Optimalprogramm, sondern ich zeige dir Möglichkeiten, wie du in der Situation auf Reisen viel gesessen durch Autofahren oder durch Meetings oder warum auch immer Seminar und dann am Abend laufen gehen, wie du vorher deine Hüfte mobilisieren kannst und wie du sie frei machen kannst, sodass Laufen auch wirklich ein Genuss wird und Spaß macht und du möglichst wenig bis gar keine Rückenbeschwerden nicht bekommst. Es gibt viel mehr Übungen, die sinnvoll und gut sind. Das ist wirklich ein Minimalprogramm.
hier gezeigten Übungen ist es sehr wichtig, dass du immer daran denkst, dein Becken aufzurichten. Also von der Tendenz her immer den Po anzuspannen und dein Schambein hoch Richtung Brustbein zu bewegen. Denn durch dieses Aufrichten sorgst du dafür, dass deine Hüftbeugemuskulatur auch wirklich in die Belastung hineingedreht wird und dass du sie wirklich erreichst. Und das ist auch zugleich die höchste Fehlerquote, wenn man sich mit dem Becken mitbewegt und man lässt quasi zu, dass man ins Hohlkreuz hineinfällt, dann verfehlst du eigentlich die Muskulatur und es hat eigentlich keinen Effekt. Geh sehr vorsichtig in die Übung rein, ohne Schwung bitte, das ist wichtig, also immer ganz behutsam arbeiten. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Schreib deine Fragen in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video einen Nutzen stiften. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss!